Oh fuck, meine Stimme ist hin. Naja, ist ja auch egal. Hallo und herzlich willkommen zu einem Warum habe ich die Seite nicht offen? Scheiße. Naja, ich habe ihn ja direkt in meiner Abonnementsleiste. Gut, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video meinerseits. Und zwar in meiner neuen Rubrik, die ich da nenne Who Is. Und zwar werde ich in dieser Rubrik euch immer wieder ein paar Leute vorstellen, denn die LPR-Szene, die wächst und wächst und wächst einfach immer weiter. Und das ist unglaublich und manche Leute, von den Leuten kenne ich ja auch sogar, manche kenne ich nicht, aber ich finde die Let's Plays gut. Oder ich kann sie natürlich auch kennen und die Let's Plays gut finden. Wen ich euch heute vorstelle, ist Scorp471LB. Ja, die Serie heißt nicht umsonst Who Is. Ich werde es euch einfach mal sagen, Who Is Scorp471LP. Er hat gestartet am 7. April 2010, hat jetzt 11 Abonnenten, machte seine letzte Anmeldung vor 14 Stunden, aber das ist jetzt irrelevant. Und ja, so wie ich ihn kenne, ich habe ihn kennengelernt damals, noch ganz am Anfang. Da hat er mich abonniert und hat mich dann auch bei Steam geaddet und hat mich einfach mal in seinen Half-Life 2 Deathmatch Clan eingeladen. Ja, so haben wir uns kennengelernt, hat auch sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Es ist einfach lustig mit ihm. Und hab ihn sehr gemocht. Der hat immer versucht, Let's Plays zu machen, hat nie geklappt. Jetzt hat er es hingekriegt. Und yo, ich würde euch einfach mal vorschlagen. Was ich noch sagen wollte, natürlich. Ein bisschen zu seiner Person an sich. Er ist der letzte Portal-Nerd. Und das meine ich total im positiven Sinne. Man kann ihn alles fragen. Er kennt jeden Winkel auswendig. Ich meine, ich hab's 11-mal durchgespielt. Aber es ist heftig. Warum schreibt man mich jetzt bei Skype an und warum gehe ich nicht offline? Und wer ist es? Wer ist es? Wer ist es dieses Mal? Wer ist es dieses Mal? Nein. Hallo. Aber das mit dem Jesus war. Ist ja egal. Gut. Ja, er ist der totale Portal-Nerd. Wenn man irgendwelche Probleme mit Portal hat, dann einfach mal bei ihm fragen. Oder bei seinem anderen Kanal vorbeischauen. Bei Scorp471 ohne das LP. Hat er auch verlinkt. Also als Freund praktisch. Wie gesagt, auf jeden Fall mal eben vorbeischauen. Er macht richtig gute Let's Plays, finde ich jetzt. Er hat eine richtig coole Stimme. Er macht Portal Prelude und Half-Life Blue Shift gerade. Bei Blue Shift habe ich auch schon mal mitkommentiert. Hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Das Einzige, was ich dir ankreiden muss, Ali, ist, dass du total unvorbereitet bist praktisch. Naja, es ist nicht wirklich schlimm. Deine Videos sind wirklich super, aber wenn ich mitten in der Aufnahme frage, ja, wie viel haben wir denn noch, dann sagst du einfach, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, hat bis jetzt super geklappt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwas zusammen machen. Schaut bei ihm vorbei, ich bitte euch, schaut bei ihm vorbei. Er hat 11 Abonnenten bei einer derartigen Qualität von Let's Plays, die er gerade an den Tag liefert. Ist das einfach nur viel zu wenig. Er ist gerade am Start, ich meine, er ist genau seit einer Woche dabei. Und in einer Woche sind 11 Abonnenten viel. Okay, ich übertreibe es jetzt wahrscheinlich wieder. Aber auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen. Es ist super, was er macht. Also Blue Shift, N und Portal Prelude. Portal werden noch folgen. Was wird er noch machen? The Legend of Zelda, A Random Adventure. Schlagt mir eins vor. The Legend of Zelda, Force Walls Adventure. Earthbound Skate 3, möglicherweise. Als Zwischendurchprojekt Animal Crossing. Also freut euch auf etwas. So. Und Props an den Let's Player aus Flensburg. Ich bin raus und tschüss.